Karmelmann 2. Die ersten vier Sektoren der Provinz Tamilmann wurden ja bereits in dem Clip Tamilmann 1 erläutert. Hier sind nun die letzten vier Sektoren demonstriert. Sektor 5. In dem Sektor oben rechts treffen wir auf eine Kombination aus leichten und schweren Einheiten. Gegen die leichten Einheiten benötigen wir schwere Einheiten. Natürlich könnte man gegen die schweren Einheiten berittene Bogenschützen einsetzen. Angesichts der vielen leichten Einheiten können wir jedoch nur wenig Vorteil aus der Beweglichkeit der berittenen Bogenschützen ziehen. Deshalb fällt die Entscheidung diesmal zugunsten von Katapulten aus. Man sieht sofort das schwere Gelände mit Felsen und Hügeln, das ein zügiges Vorankommen eigentlich nur in der Mitte ermöglicht. Hier besetzt der Computergegner sofort die Bonusfelder mit seinen leichten Einheiten. Wir haben keinen Grund vorzurücken, denn unsere Katapulte werden von Beginn an treffen können. Unsere schweren Einheiten bleiben, wo sie sind. Sie werden wichtig, wenn die gegnerischen leichten Einheiten uns erreichen. Unsere Katapulte bewegen wir aus dem Zentrum, damit die gegnerischen leichten Einheiten diese nicht erreichen können. In Runde 2 greifen die leichten Einheiten sofort unsere gepanzerte Infanterie an. Etwas Besseres kann uns gar nicht passieren. Der Gegenschlag macht mehr Schaden als der eigentliche Treffer. Unsere Katapulte konzentrieren sich alleine darauf, die gegnerischen schweren Einheiten zu treffen. Auch dann, wenn die leichten Einheiten des Gegners den Katapulten nun sehr nahe gekommen sind. In Runde 3 greifen die verbliebenen leichten Einheiten des Gegners dann auch prompt eines unserer Katapulte an. Doch lichten sich die Reihen der gegnerischen leichten Einheiten unter den konsequenten Angriffen unserer schweren Einheiten. Und nach den Treffern unserer Katapulte hat der Gegner nur noch zwei schwere Einheiten. Die anderen sind auf dem Wege zu uns ausgeschieden, ohne einen einzigen Hieb gelandet haben zu können. In Runde 4 können wir die drei verbliebenen gegnerischen Einheiten besiegen, zumal diese bereits stark angeschlagen waren. Wir haben zwei Katapulte und eine schwere Einheit verloren. Mit diesem Resultat können wir zufrieden sein. Mit berittenen Bogenschützen wäre das sicher nicht so glimpflich verlaufen. Sektor 6. In dem Sektor Mitte rechts wird es heftig. Drei Balliste, vier berittene Krieger und ein Soldat sind in dem erneut zu erwartenden schweren Gelände eine wirkliche Herausforderung. Wir müssen sehr schnell die Balliste angreifen, denn diese haben mit ihren 75% Bonus wirklich Wirkung. Andererseits sind die gegnerischen Reiter stärker als unsere und der Soldat könnte aus unserer Kavallerie Schaschlik machen.
Allerdings haben wir nicht viele Möglichkeiten. Gegen so viele Reiter müssen wir leichte Einheiten einsetzen und gegen die Balliste brauchen wir zwingend Kavallerie. Und der gegnerische Söldner wird uns am Ende teuer kommen. Zu Beginn rückt der Computergegner mit seinen Reitern nur zögerlich vor. Er hat es ja nicht eilig, denn seine Ballisten treffen immer. Wir müssen zwar zügig vorrücken, aber unsere Reiter weder gegen die gegnerischen Reiter noch gegen den Soldaten aufreiben. Deshalb stellen wir unsere leichten Einheiten fast schützend daneben. So richtig geschickt ist das aber nicht ausgeführt. An dieser Stelle kann sicher noch optimiert werden. In Runde 2 müssen wir an den gegnerischen Einheiten vorbei und werden von diesen fast aufgerieben. Selbst 3 Treffer unserer Reiter besiegen nicht einen der gegnerischen Reiter. Sind es ausgerechnet unsere leichten Einheiten, die nicht nur die gegnerischen Reiter besiegen, sondern auch die Balliste zerstören. Möglicherweise wären wir mit 8 leichten Einheiten einfacher ans Ziel gekommen. So gewinnen wir nur ganz knapp die Schlacht bei 7 verlorenen Einheiten. Sektor 7. In dem Sektor unten rechts begegnen uns 3 leichte Einheiten, 2 schwere Einheiten und 3 Bogenschützen. Gegen die leichten Einheiten helfen bekanntermaßen schwere Einheiten. Allerdings haben die gegnerischen Bogenschützen genau gegen diese Boni. Deshalb müssen wir die Bogenschützen ausschalten, bevor diese zu viel Schaden an unseren schweren Einheiten anrichten. Das können Katapulte hier besser als Kavallerie. Denn die Kavallerie hätte ihre Mühe gegen die leichten Einheiten. Und wie die bisherigen Sektoren des Tamelmann zeigten, ist auch das Gelände für Kavallerie oft ungünstig. In Runde 1 lassen wir den Gegner kommen und stellen lediglich unsere schweren Einheiten schützend vor die Katapulte. Dabei achten wir darauf, tunlichst außerhalb der Reichweite der gegnerischen Bogenschützen zu bleiben. Unsere Katapulte feuern nur auf die Bogenschützen, mit dem Rest werden unsere schweren Einheiten dann schon fertig. Runde 2 greifen 2 gegnerische leichte Einheiten dann eine unserer schweren Einheiten an. Genau das wollen wir. Allerdings sehen wir auch, wie verheerend der Schaden der gegnerischen Bogenschützen an unseren schweren Einheiten ist. In Runde 3 verlieren wir eines unserer Katapulte, weil die leichten Einheiten durchgedrungen sind.
Doch nach dieser Runde haben wir ebenso wie der Gegner noch zwei schwere Einheiten, aber wir haben zusätzlich drei Katapulte. Das sieht gut für uns aus. Und so endet dieser Kampf dann mit 6 verlorenen Einheiten, aber einem weiteren gewonnenen Sektor. Sektor 8. Auf zum großen Finale. In dem untersten Sektor stehen uns 2 schwere Einheiten, 2 Bogenschützen und 4 Ballisten gegenüber. Wir setzen ausschließlich auf Katapulte, weil dies in dem unwegsamen Gelände gegenüber Kavallerie die bessere Lösung zu sein scheint. Der Gegner rückt erwartungsgemäß zügig vor. Als unsere Katapulte dann loslegen dürfen, wird die erste Ballista zerstört, bevor diese am Zug ist. Wir können alle gegnerischen Bogenschützen ausschalten und verlieren gegen die übrigen Ballisten nur eines unserer Katapulte. In Runde 2 zieht der Computergegner seine schweren Einheiten zu seinen Ballisten. Das ist ein Programmierfehler, denn da hinten können sie nicht zum Schutze der Balliste beitragen. Das heißt für uns, dass wir unsere Schlagkraft einzig auf die gegnerischen Balliste konzentrieren können. Damit haben wir am Ende der Runde immer noch 7 Katapulte, der Gegner aber nur noch seine beiden schweren Einheiten. Und die stehen im maximalen Abstand zu unseren Katapulten. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Und so ist es nicht überraschend, dass wir diese besiegen können, ohne selbst weiteren Schaden zu nehmen. So gewinnen wir den letzten Sektor souverän. Wir nehmen die Glückwünsche ebenso gerne entgegen wie die Belohnung. Münzen, Vorräte und Medaillen sind schon nett, aber 100 Diamanten bekommt man nicht so oft geschenkt.
Für den Abschluss der Bonusquest-Reihe bekommen wir dann auch noch das Kloster, welches unseren die Stadt verteidigenden Truppen 20% Verteidigungsbonus gewährt, wenn es gebaut wird.